mit einem ähnlich langen Ball, aber die Berliner gehen ihn eben nicht ran und damit heißt es erneut Satzball für Berlin. Martina Müller. Das war ein klasse Ball. Das war eine klasse Angabe. Der Langball angetäuscht, dann kurz gespielt. Keiner hin, erster Satzball abgewehrt. Schubert mit Satzball Nummer 2. Das ist natürlich jetzt fast utopisch zu glauben, hier noch einmal ranzukommen. Weil die Angaben von Schubert waren gefährlich und nur eine davon muss sitzen. So wie diese hier. Und dann geht der Satz an Berlin. Damit geht der dritte Satz mit 11-6 an die Berlinerinnen. 2-1 Satzführung jetzt. So, und wir sind jetzt bereit für Satz Nummer 4. 2-1 Satzführung für den VfK 1901 Berlin. Und Bianca Wenzel kam da jetzt in die Partie und aufschlagen wird jetzt Martina Müller von der linken Seite mit der kurzen Variante. Sehr gefährlich und die Möglichkeit jetzt zu einem guten Angriff. Beide Angriffsspielerinnen sind da. Hürst wird hingehen. Das wird eine kurze Variante. War zu lang gespielt von Mast. Nixdorf holt den Ball. Ludwig bringt ihn nach vorne. Und Müller mit dem Klasseball. Applaus 1-0. Und hörst. Da geht keiner wirklich hin und damit das 2-0 für Schwerin. Wollen wir jetzt ein ähnliches Phänomen entdecken wie schon im zweiten Satz, dass nach der klaren Abgabe des Satzes zuvor Schwerin jetzt wieder ins Spiel findet. Und er war im Netz. Und damit 3-0 für Schwerin. Birgit Hoppe. Macht den direkten Punkt. Maren Ludwig kommt da zu spät. 3-1. Angabe Martina Müller. Kurz gespielt von Hoppe. Ludwig. Und Müller mit kurzer Variante. Und Hoppe. Mit dem Ball ins Aus. Zu 1. Hoppe erneut bei der Angabe. Der war ebenfalls im Netz.
Und 4 Punkte Führung für ESV Schwerin. 5:1. Und erneut eine gute Angabe der Berlinerinnen durch Petzler. Wieder kommt Ludwig da zu spät. 5:2. Martina Müller. Und auch der wieder im Netz. Da ärgert sich Pessler. 6:2. Momentan marschiert hier Schwerin Richtung den Satzgewinn. Ludwig und Hürst mit der. Oh, das war gut geschlagen, aber da war sie im Netz, ganz klar. Technisch nicht so gut gelöst. Punkt deshalb für Berlin. Sechs zu drei. Ludwig holt den Ball gut, Nixdorf. Und dann ist es Hürst. Und wieder ins Netz. Bin ich mir nicht sicher, ob der Ball oder ihre Hand im Netz war, aber eins von beiden war es und es ist beides verboten. Und damit der Punkt für Berlin. 6:4. Martina Müller. Guter Ball, aber auch noch gut geholt. Gut geholt von Müller. Und der Ball dann mit Pech, weil er oben gegen die Lampen prallte. So weit viel Vorwärtsdrall bekam, dass er ins Netz flog. Und damit der Punkt für Berlin. Da haben sie Glück gehabt. 6:5. Martina Müller mit der Angabe. Und jetzt muss Schwerin aufpassen, dass die Nervosität nicht aufkommt nach diesen zwei unglücklichen Bällen. Da war Hürst noch mit dran und der Ball muss deshalb jetzt rüber. Müller mit viel Kraft und Berlin mit der Möglichkeit über Hoppe. Er wird langkommen. Ja, Fehleinschätzung, er kommt kurz. Müller hat den Ball. Ludwig und Hürst. Der kommt ziemlich genau auf die Linie. Guter Schlag von Hürst. Hoppe, wieder Müller und Hürst mit dem Schlag rüber. Der ist gut. Und Hoppe erneut mit der Möglichkeit. Und wieder Müller. Maas und Ludwig muss ihn rüberbringen. Und erneut die Möglichkeit für Berlin. Und wieder ist es Hoppe. Kurz, keine Chance. Punkt. Für Berlin 6:6. Martina Müller. Kurze Variante. Gut aufgepasst von Pessler. Und Hoppe. Erneut der Shooter für Berlin. Ludwig hat den Ball. Hürst. Für Müller.
zu mittig. Trotzdem ärgert sich Vizian. Und Hoppe. Ludwig. Mast. Und dann ist es Martina Müller. Guter Schlag, aber es ist wieder Hoppe. Wieder kurz. Müller holt den Ball. Nixdorf und Hürst. Ins Netz. Sechs. Zu sieben, und da werden meine Worte Lügen gestraft. Schubert. Nee, Pessler war es. Nixdorf zwei Schritte rausgetreten und kommt da nicht mehr hin. 6-8, Müller erneut mit der Angabe. Versuchen sich auf jeden Fall noch zu motivieren. Und Müller, der ist zu weit. 6-9 und kann nur noch mit den Achseln zucken. Man ruft noch Mädels weiter, aber so richtig zu glauben, scheint man nicht mehr dran. Aber wir haben es eben gesehen, das Spiel ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Müller mit der Netzangabe und damit Matchball. Für die Damen vom VfK 1901 Berlin. Hürst. Mit der ersten Abwehr. Und die ist erfolgreich. Sieben zu zehn. Und nun Aufschlag zum Matchgewinn durch Jennifer Pessler. Nixdorf und Müller jetzt mit der Chance. Lange Ball, Berliner gut abgefangen und dann ist es Hoppe, die wird ihn kurz schlagen und die macht den Punkt. Ja, und das war's hier im ersten Spiel. Der ESV Sperido unterliegt dem VfK 1901 Berlin mit 1-3 nach Sätzen. Thank you.